Viele von euch, ihr wisst nicht, wie ihr aufhören sollt zu sündigen. Vielleicht ist da irgendein Drang, der einfach kommt und ihr lasst einfach nach und ihr könnt euch selbst nicht kontrollieren. Irgendetwas, das einfach so kommt und ihr tut es und ihr wisst einfach nicht, wie ihr aufhören sollt. Und deswegen habt ihr angefangen zu denken, dass weil da Gott barmherzig ist, wird euch vergeben werden. Und ihr werdet trotzdem bestimmt in den Himmel kommen. Oder ihr versucht es zu verdrängen, darüber nachzudenken, über euren Tod nachzudenken, über das nachzudenken, was danach kommt. Und ihr habt angefangen zu denken, dass dafür Gottes Gnade ist, oder dass Jesus dafür für uns gestorben ist, weil er weiß, dass wir nicht damit aufhören können. Aber so ist es nicht. Immer wenn Jesus, oder sehr oft, wenn Jesus jemanden geheilt hat oder auch von Dämonen ausgetrieben hat oder sie befreit hat, dann hat er zu ihnen gesagt, dein Glaube hat dich gerettet. Und genau dasselbe tut er heute hier. Er möchte uns befreien. Er möchte uns retten. Er möchte alles, was uns stört, aus uns austreiben. Aber er sagt zu uns, glaube an mich. Glaube an mich und du wirst gerettet werden. Glaube an mich und du wirst befreit werden. Das heißt, wenn wir nicht glauben, dass Jesus Christus uns von dieser Sünde, die wir tun, befreien kann, dann glauben wir gar nicht an ihn. Wir glauben gar nicht an Jesus Christus. Deswegen rufe ich euch jetzt dazu auf, dass ihr, wenn ihr zu Gott betet, ich rufe euch dazu auf, dass ihr an ihn glaubt. Wenn wir in Sünde leben, dann können wir nicht in den Himmel kommen. Denn der Himmel ist ein reiner Ort, heilig. Der Himmel ist voll von der Gegenwart Gottes und Gott ist heilig. In dem Himmel ist kein Schmutz, kein bisschen Schmutz, nicht mal ein bisschen. Da ist kein bisschen Schmutz, kein Dreck. Und nichts, nichts, das schmutzig ist oder dreckig ist, kann in den Himmel kommen. Nichts, das ein bisschen Schmutz an sich hat, kann in den Himmel kommen. Deswegen sagt Gott zu uns, seid heilig, denn ich bin heilig. Seid heilig, so wie ich heilig bin. Er will von uns, dass wir heilig sind, ein Leben in Heiligkeit und Gerechtigkeit führen. Und wir fragen uns, wie ist das möglich? Wie können wir leben ohne Sünde? Wie kann ich wegtun mit diesem Zorn? Wie kann ich wegtun mit Masturbation? Wie kann ich wegtun mit meiner Zigarette? Aber genau deswegen ist Jesus auf diese Welt gekommen. Er ist gekommen, um seine Kinder zu befreien, um seine Kinder zu retten. Deswegen ist er auf diese Welt gekommen, ist am Kreuz für uns gestorben, für unsere Sünden gestorben, um unsere Schuld, um das, was wir auf uns nehmen sollen, auf sich zu nehmen und ist wieder auferstanden, damit wir gerecht sein können, damit es für uns möglich ist, ein Leben in Gerechtigkeit und Heiligkeit zu führen. Und er sagt zu uns, glaube an mich, damit du gerettet wirst.
Deswegen sagt die Bibel zu uns, wir sind nicht gerettet durch Werke, durch unsere Werke, sondern wir sind gerettet durch Glauben, durch die Gnade Gottes. Und die Gnade Gottes ist nicht dafür da, dass wir weiter in Sünde leben, weil wir es nicht schaffen können, ohne Sünde zu leben. Sondern die Gnade Gottes ist da. Seine Gnade ist, dass er auf uns wartet, dass er wartet, dass er uns die Chance gibt, umzukehren. Das ist seine Gnade. Wenn wir glauben, wenn wir nur glauben, werden wir gerettet werden. Wenn wir nur glauben, wird er uns befreien. Wir müssen nur glauben. Das ist alles, was er von uns möchte. Er will, dass wir glauben. Ohne zu zweifeln. Einfach glauben. Und wenn wir an ihn glauben, dann werden wir befreit sein. Wir werden befreit sein von dieser Sünde, die uns fesselt. Wir werden befreit sein davon. Egal was es ist, wir werden davon befreit sein. Er wird uns davon befreien. Aber ist unser Glauben groß? Glauben wir wirklich, damit er uns befreit? Deshalb rufe ich euch dazu auf. Geht, wenn du weißt, dass du irgendeine Sünde, wenn du weißt, dass da irgendetwas ist, was du tust, was gegen Gottes Willen ist und du kannst nicht davon wegkommen. Wenn du masturbierst, wenn du rauchst, wenn du lügst, wenn du ein Problem hast mit Zorn, immer wütend wirst, wenn du betrügst oder klaust, wenn du stiehlst. Oder wenn du deinen Eltern ungehorsam bist. Egal was es ist, was du tust und du kannst davon nicht, du denkst, dass du davon nicht weg kannst. Glaube an Jesus Christus. Wenn du weißt, dass du irgendetwas davon tust, geh in dein Zimmer, irgendwo, wo du allein bist, in Ruhe. Geh auf deine Knie, bete zu Gott, zu deinem Vater. Bitte ihn um Vergebung und bitte ihn, dass er dich befreit, dass er dich davon befreit und er wird dich befreien. Wenn du glaubst, dass er dich befreit, wird er dich befreien. Wenn wir nur glauben, dann sind wir frei, wir sind geheilt, wenn wir einfach nur glauben. Und näher dich Gott noch mehr an. Weil wir müssen uns Gott annähern. Wir müssen mehr Zeit mit ihm verbringen. Ihm näher kommen einfach. Nimm deine Bibel und lies in dem Wort Gottes und öffne dein Herz dafür. Bitte Gott, dass er dir sein Wort erklärt. Ja. Gepriesen sei Gott in alle Ewigkeit. Gepriesen sei der Herr. Erst wenn du nicht mehr sündigst und wenn du dein Leben in Gerechtigkeit und Heiligkeit lebst und nur dann, wenn du den Willen Gottes tust, kannst du den Heiligen Geist empfangen. Wenn du ihn liebst. Und wenn du ihn liebst, dann tust du seinen Willen. Und dann ist unser Platz im Himmel. Unser Teil ist im Himmel. Und Gott will, dass du gerettet wirst. Aber alles, was er von dir möchte, ist, dass du glaubst. Glaube an ihn. Weil sonst kannst du nicht gerettet werden. Sonst ist dein Platz nicht im Himmel, sondern in der Hölle. Es gibt entweder nur das eine oder das andere. Deswegen glaube an ihn. Die Bibel sagt nichts von irgendeinem Zwischenplatz. Die Bibel sagt aber etwas von einer Hölle, die der Ort ist, wo die Sünder hingeworfen sind, wo alle Lügner hinkommen, wo alle Feiglinge hinkommen, wo alle Leute, die Unzucht treiben, masturbieren, wo die Ehebruch begehen, hinkommen. Wo alle Diebe hinkommen. Und es ist in deiner Hand, es liegt in deiner Hand. Du kannst dich, es ist in deiner Hand. Wenn du in die Hölle kommst, es war in deiner Hand. Wenn du in den Himmel kommst, gut, es ist in deiner Hand. Du musst glauben. Das ist die Gnade, die Gott mit uns hat. Die Chance, die wir jetzt haben. Das ist unsere zweite Chance, die wir haben.
um es wieder gut, dass wir mit Gott versöhnt werden und in Frieden leben mit ihm. Nur mit einem reinen Herzen werden wir Gottes Angesicht sehen. Lass dich nicht verführen, denn der Teufel kommt wie eine Schlange und flüstert in unsere Ohren und sagt uns, es ist alles gut, es ist okay. Es ist okay, wenn du diese kleine Sünde machst. Du kommst nicht in die Hölle dafür. Der Teufel ist es, der zu Adam und Eva, Gott hat zu Adam und Eva gesagt, esst nicht von der Frucht, von dem Baum inmitten des Gartens, sonst werdet ihr sterben. Und der Teufel ist zu ihm gekommen und hat zu ihm gesagt, was? Gott hat gesagt, ihr werdet sterben? Nein, ihr werdet nicht sterben. Und genau dasselbe tut er heute. Jeden Tag will er das bei uns versuchen. Und seine Stimme ist laut. Und er wird uns und sagt zu uns, nein, du wirst nicht sterben. Nein, wenn du lügst, wirst du nicht sterben. Eine kleine Lüge ist okay. Das ist eine Notlüge, es ist okay. Nein, du kannst nichts dafür. Du kannst nichts dafür. Es war dein Drang, der dich dazu geführt hat, das zu machen. Du wirst davon nicht sterben. Gott hat Barmherzigkeit mit dir. Er hat Barmherzigkeit mit dir, aber nur wenn du zu ihm umkehrst, voll und ganz, und wenn du aufhörst mit dieser Sünde. Er hat jetzt Barmherzigkeit mit dir, aber damit du umkehrst. Hör nicht auf die Stimme des Teufels, sie ist überall. Sie ist auch, selbst in den Kirchen ist sie, und sagt uns, es ist nicht schlimm. Und erlaubt uns, egal wie, zu kommen. Sondern hör auf die Stimme Gottes, denn er spricht zu unseren Herzen. Seine Stimme ist leise, aber er spricht zu uns. Wir müssen einfach lernen, ihm zuzuhören. Wir müssen lernen, auf die leise Stimme zu hören und nicht auf die laute. Ich wünsche einem jedem von euch den Frieden Gottes.